Ich glaube auch, das ist ein Sandwurm. Wer meldet sich freiwillig rauszugehen und zu gucken? Ein Steinreicher. Er muss die Osserheim auf dem Weg hindurch angegriffen haben. Ich will keinen verkackten Greifbogen, ich will ihn scannen. Bin zu schnell weg. Ich hab so das dumpfe Gefühl. Er hat was gegen Menschen. Du musst mal manche hoch. Bist mich doch mal erwischt. Jetzt aber auch nur zum Greifen. Was? Oh, du magst Eis nicht. Alles klar. Wirklich? Ich kann das so nicht nutzen. Ich bin glücklich vergeben. Wir hatten den Stein eingestellt. Ah! Er steckt mich mal hier hinter. Zack. Wieso kann ich nirgendwo nach da oben, ey? Ja, mach ich noch was in der. Schloch. Ach, Eloy, komm schon. Du hast schon weiter Schlimmeres überstehen müssen. Mann. Ich schwebe in der Luft.
wird so nichts werden. Ja, ja, Junge, reg dich doch mal ab. Meine Bären sind doch gerade dabei, mich am Mai zu heilen. Nee, Tage Vater. Nee, der Typ nervt. Der dann auch immer so schön verschwindet, ne? Alter. Ich habe keine Bärchen mehr, das ist gerade das Problem. Echt hier nicht mobben. Also sprich die Lücke hier mich verwenden. Weil er zu schnell wieder abbaut. Eloy, du sollst da schon durchgehen. Was hat mich davon eigentlich gerade getroffen? In den Gockel. Oh, eine Möglichkeit. Dich lesen kann. Oh, hier gibt es sogar noch einen Text zu lesen. Nein, das Vieh wartet da draußen auf mich. Ich habe da auch irgendwie noch so eine Verletzung oder so. Ich hoffe mir gerade halt aus dem Loot ein paar Bärchen zu kriegen. Tiki diese Buschi. Genau, was ich brauche. Jetzt die Ecke erwischt. Böse erwischt. Der Bohrer saß, aber irgendwie bohrt der nicht mehr, ne?
Oh, noch ein Boot noch. Gib nicht auf. Genau, Eloy. Das ist ja gemein, er benutzt auch das Areal. Geht der da hinten um die Ecke? Weißt du, ein Griff erinnern? Hui. Versteckst du dich? Der hat dich gerade noch nicht mehr. Könntest du mal den. Ich kann nichts machen. Wow, ernsthaft, Eloy? Die Dinger kann ich irgendwie nicht. Oder? Ich kann die Bohrer nicht benutzen. Springt da hoch! Dieser Steinbrecher wird niemandem mehr Schwierigkeiten machen. Die Osserer müssen von Osten in die Schlucht gekommen sein. Wo ist die jetzt? Ich würde gerne meinen Loot haben. In die Umlaufbahn geschleudert worden. Heiter Falter! Hey, hier gibt's was zum Lesen. Ja. Eine ganze Menge, Schatz. Noch was, ja? Na dann. Nicht jedermanns Sache. Gescannte Glyphen. Schriftrolle. Ein Brief in grob, aber lesbaren Glyphen verfasst. Hey Cousin, ich habe über deine Entscheidung nachgedacht, nicht mit in die Wüste zu kommen. Ich wollte dir nur sagen, ich versteh's. Nicht jeder Osseram ist ein geborener Stöberer und wenigstens hast du es von vornherein gesagt. Ich erzähl dir mal eine Geschichte. Letztes Jahr hat sich mein Trupp im Fahrlicht versammelt für unseren ersten Beutezug ins Niemandsland. Da kam dieser einzelne Kaja an, total rausgeputzt, großspurig und er hat mit tollen Wörtern um sich geworfen. Er... War das zu weit? Ja. Oh, Entschuldigung. Bisschen nach oben, bitte. Hat 10 Sekunden Zeitverzögerung. Er wäre auf einem einsamen Unterfangen, die Kannibalen der Tenakt-Horde zu erforschen. Hat uns Stöberer angeguckt, als wären wir Abschaum und tönte das Schmiedendreck, wie wir bloß nicht versuchen sollten, einen Abenteurer von makellosem Ruf zu behindern. Aber als er zu den Toren kam, ist die Luft aus seinen Bällen gewichen. Er hat angefangen, die Wachen auszufragen, wie es im Niemalsland wirklich ist.
Und er hat einiges zu hören bekommen, plus ein paar Gerüchte über die Schrecken der Clanlande. Da war der alte Knacker schon weiß wie Bierschaum. Er jammerte über die Risiken und wie wertvoll er sei als größter Gelehrter des Landes und Juwel des Sonnenreichs. Hat sich voll reingesteigert. Als die Wachen angeboten haben, das Tor für ihn zu öffnen, hat er fast sein Frühstück wieder ausgespuckt und jaulte, was von ein Schritt in den Westen bedeutet, mit einem Fuß im Grab zu stehen. Irgendwann hatte der Hauptmann genug und schickte ihn nach Meridian zurück. Und jetzt rate mal, wer das war. Der weitgereiste Aram, der berühmte Entdecker. Ja. Also mach dir nichts draus. Solange du ehrlich zu dir selbst bist, kann dir niemand deine Entscheidungen vorwerfen. Und denk dran, du bist genauso weit gekommen wie der noch nicht ganz so weit gereiste Aram. Wir sehen uns, wenn ich von Porguffs Expedition zurück bin. Dankeschön. Bitte. Uiuiui. So, wo ist die Försterin? Aha. Ja, ich kann meine eigenen Bäche jetzt züchten. Hey, noch ein Ring, wie geil. Die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Horgus meinte, seine Kassette müsste darunter sein. Horgus Kassette. Ich sollte sie zu ihm bringen. Die Kassette. Gucken wir jetzt hier nochmal ein bisschen. Nicht, dass ich hier irgendwie was übersehe. Ja, in die Höhle gehe ich gleich noch. Also ich wollte hier draußen noch schnell die Kisten einsammeln. Und wenn man dann erstmal so diese Flut erwischt hat, ne, wo man dann tricksen kann, dann. Du seid ihr nun wieder mal hinterhältig. Die Wand ist wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt. Und hat die Osseram in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss in den westlichen Tunnel gerannt sein, um zur anderen Seite zu kommen. Wenn ich das hier sprenge, kann ich das Geröll beseitigen. Ja, den sprengen du mal gleich. Siehst du, wieder was zum Lesen. Nicht viel, aber. Aber immerhin. Die andere Seite. Textdatenpunkte, Nebenquests. Nachrichtenprotokoll. Datenbeschädigung minimal. Hey Mom, du hattest recht. Ich bin nicht mal bis zum Safe gekommen. Im Tunnel war totales Chaos. Explosion und alles. Das ganze Zeug wird mir also nichts nützen. Falls das hier irgendjemand findet, nimm alles mit. Der Türcode ist 2054. Stattdessen sitze ich hier mit zwei Familien fest. Ich habe sie zum Schutz in den Wartungsraum gebracht. Ein 6-Jähriger hat gerade versehentlich unser Wasser ausgeschüttet. Und mein Akku ist fast leer. Kein Empfang. Ich glaube nicht, dass uns jemand retten wird. Ich hoffe, dir geht es besser als mir. Ich, Daten beschädigt. Dankeschön. Bitte. Orgus sollte das erfahren. Ich habe keinen Karja unter den Toten entdeckt. Amadis hat es wohl geschafft. Hey, wir sind frei. Und wir haben den Türcode. Hey. Cool.
Es sind wieder Uhren drin. Ja, definitiv. Der Uhrenladen. Diese Errungenschaft. Das ist ja furchtbar. Ich bin wohl wieder im Niemandsland. Ja, du bist im Niemandsland, aber wir benutzen den Porter, bevor sie uns hier mitgekriegt haben, um den mitzuteilen. Was alles gut ist. Hey! Eine muss doch meine Rolex sein. Ah, ja, nun. Irgendwann. Denn da durchgehen? Mal sehen. Wenn wir alle Tage nehmen, die ein Lager nirgendwo festhängen und eine Gefahrenzulage drauflegen, die der Trupp bestimmt verlangen wird, aber die Anzahl der Leute halt... Und die Stöberprämie. Du bist zurück. Wie läuft's mit dem Tunnel? Hab den Rest des Trupps gefunden. Eine Person lebte noch. Zumindest eine Zeit lang. Sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert. Die Armen... Das Stöbererleben kann schnell enden. Doch das ist eine der schlimmsten Arten. Tja, den Steinbrecher habe ich erledigt. Der Weg ist wieder frei. Haha, ich wusste, du schaffst es. Und, du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden, oder? Hier ist sie. Licht im Dunkel. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Dann rufe ich einen anderen Trupp und bringe die Expedition richtig in Schwung. Ha! Vorwärts zur Grabung! Hast du die Finnach gesehen, die Maschinen reiten? Wow. Irgendwie scheint sie gar nicht so aggressiv zu sein. Was? Was denn als nächstes hier in der Nähe von Arcade? War das mit diesem Tunnel da endlich auch erledigt? War hier noch? Also das ist dieser Bärkampf, bla bla bla. Ah, guck mal. Haben wir ein Rebellenlager. Was vor der Haustür. All das, meine Freunde. Mache ich erst einen Morschen. Von daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, denn ich bin erstmal raus für heute. Ciao, tschü und bye bye.